Freunde, und willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, es gibt neue News zu Obi-Wan, Release-Datum, dann Skins, seine Angriffe, Kosten, zu Geonosis, neue Fahrzeuge, zu Grievous neuen Skin, der zusammen mit dem Update am 28. kommt. Und dazu blende ich euch dann noch was ein. Zu Obi-Wan nochmal mit dem Datum. Und dann seine Attacken. Die Kosten für die Skins von ihm. Ja, komm. Ja, nice. Einen haben wir fett mitgenommen. Und Doku kommt dann im Dezember. Da bin ich auch echt mal gespannt. Und der Skin von Obi-Wan wird der aus Episode 3 sein, in seiner Meister-Jedi-Robe. Auch richtig nice. Und zwar die Attacken sind einmal Lightsaber, und zwar hat er da aufgrund seiner erhöhten Ausdauer kann er Lichtschwertern und sowie Blaster effektiver als andere Jedis abzulenken. Die zweite Attacke, All Out Push, Obi-Wan wird dieselbe Abwehrkraft haben wie Luke, nur wesentlich stärker. Dazu müsst ihr einfach die Taste gedrückt halten, um den Wirkungsbereich und die Stärke zu erhöhen. Die dritte Attacke, Defensiv Push, Obi-Wan wird mit seinem Lichtschwert nach vorne stürmen, alle Angriffe abwehren und Feinde vor sich beschädigen. Auch richtig geil, wie ich finde. Verdammter Hund. Ach, so ein Hund. Vierte Attacke, Restrictive Mind Trick. Das ist so ähnlich wie die von Rey.
wenn man mit Obi-Wan den Mind Trick einsetzt. Wenn man mit Obi-Wan den einsetzt, werden alle Gegnerfähigkeiten vor Obi-Wan gestört. Während dieser Zeit sind damit auch die Ausweichmöglichkeiten und so auch mit blockiert. Verzeiht mir, dass ich hier so schlecht lese, weil ich habe eine Mandelentzündung und die ist äußerst unangenehm. Aber ich wollte halt für euch das Video hier noch rausbringen. Schade. What? Das Spiel ist schon zu Ende. Naja gut, das waren auch soweit alle News. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Würde mich über eure Bewertung sehr freuen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein.